Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind mal wieder auf dem guten alten Battlemage unterwegs. Da waren wir ja schon lange nicht mehr, nachdem wir gestern ja hier auf meinem Main-Account in den neuen Dungeon reingeschnuppert haben und da nicht viel weiter gekommen sind, leider. Ne, werden wir heute mal unser Glück versuchen und auf dem Battlemage die Dungeons tryen. Ich habe hier schon beide Schlüssel tatsächlich glücklicherweise direkt freigeschaltet. Und morgen gibt es ja mal wieder W50 Action, ja, und da werden wir dann auch den neuen Dungeon logischerweise denn mal, ja, probieren, austesten, wie weit wir da kommen werden. Da habe ich bisher nur die Lichtwelt freigeschaltet, ist aber auch, denke ich mal, das einzig Interessante für den Account, da die Schattenwelt, denke ich mal, für W50 noch ein bisschen zu stark ist. Die schaltet man ja erst ab Stufe 350 frei und das, ja, ist ja auch noch nicht so weit auf dem Server. Ich glaube, das hat erst einer oder zwei oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Und ja, genau, da denn einen zu besiegen, das gleicht dann einem, ja, keine Ahnung, was auf jeden Fall. Das grenzt an Dummheit, wenn man da den schon tryen würde, ne? Also man hat keine Chance da, ne? Und ja, deswegen gucken wir erstmal auf den Battlematch heute. Ansonsten ist ja auch das Wochenende. Ich gehe mal kurz auf den Main nochmal. Ich zeige euch das mal. Ah, ne, wir haben noch nicht hier volle Goldgrube. Ich habe die jetzt auf 84, die Goldgrube. Wenn ich jetzt, wir haben es ja Gold-Event, ne? Oh, zapft es. Ja, wir haben also auch hier das schöne Freibier-Oktoberfest-Event am Stissel. Und jetzt kriege ich aus meiner Goldgrube mit dem Gold-Event zusammen, wenn die vollgelaufen ist, 5 Skillpunkte, also 50 Millionen Gold mittlerweile schon, wenn das Ding halt hier vollgelaufen ist, alle 4 Stunden oder so ist das voll, das Ding. Also das ist schon, die Goldgrube ist echt, uff, das ist echt, wenn man die regelmäßig abholt, ist schon echt verdammt gut. Verdammt, verdammt gut. Ja, gut. Aber wir gehen jetzt, wie gesagt, erstmal hier auf dem Battlemage. Und werden hier unser Glück versuchen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Battlemage ja nicht gerade bekannt dafür, dass er eine Dungeon-Kanone ist hier, ne? Sondergleichen. Deswegen gehe ich mal davon aus, werden wir nicht sehr weit kommen. Vielleicht, ja, Lichtwelt sollten wir schaffen, denke ich mal. Schattenwelt rechne ich mir jetzt nicht zu hohe Chancen aus, dass wir da relativ weit kommen werden. Aber einfach mal gucken und sehen, was passiert, ne? Ansonsten, Battlemage hier so update-mäßig. Bin ich ja, wie gesagt, dabei, den Arena-Manager hochzuziehen. Das ist ganz nice, denn das verleiht mir auf jeden Fall den gewissen Boost. Hab jetzt auch mittlerweile meine Runen ausgetauscht hier. Ich hatte ja hier Goldrune, Erfahrungsrune, keine Ahnung, Qualität von Gegenständen. Finn hatte ich alles auf dem Equipment drauf noch, ne? Und jetzt habe ich endlich mal hier ein paar Widerstandsrunen reingeballert. Und eine aktuelle Rune hat sich auch verbessert schon von, ich glaube, 21 jetzt auf 29%. Also hier ziehe ich den Arena-Manager auf dem Server ganz fleißig nach, damit wir dann hier auch maxed out sind und dann auch ein bisschen besser in der Arena dastehen, so, ne? Genau, bessere Runen finde ich noch nicht. Gegen Widerstand, gegen alles Runen ist so. Aber Lebensenergie ist natürlich auch erstmal wichtig, dass wir es drin haben. Und ja, gut, wir gehen mal rein in den Dungeon, ne? Die ersten Etagen sollten, denke ich mal, gar kein Problem sein. Ja, das geht relativ einfach, ne? So, und dann haben wir nochmal ein paar Free Level-Ups hier, ne? Gut, ansonsten ein kleines Thema, worüber ich reden wollte mit euch hier nebenbei. Während wir hier die Dungeons wegdezimieren, der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon mitgekriegt haben. Stufe 520, sehr nice. Geht auch voran hier auf dem BM. Shakes and Fidget Forum, das wurde tatsächlich dieses Wochenende. Wurde es das Wochenende? Ich weiß gar nicht, was haben wir heute? Ne, wir haben Freitag. Das wurde jetzt, ich glaube, nachdem die letzten News rauskamen, irgendwie jetzt hier zum Event, zum neuen Dungeon. Ich glaube, danach direkt wurde das, oder kurz danach wurde das gehackt. Das heißt, alle Informationen, die ich euch hier immer zeige in den Videos, ne, da blende ich ja immer das Forum ein und zeige euch die News. Das ist jetzt momentan nicht möglich, weil das Forum tatsächlich gehackt worden ist. Ist aber wohl nicht das einzige Forum, was gehackt worden ist, sondern es ist wohl irgendwie so eine Hackergruppe gewesen, die ja, mehrere Foren jetzt angegriffen haben. Warum auch immer. Ja, komplett sinnbefreit, keine Ahnung warum. Und ja,
einfach nur komplett dumm. Kneipenschläger haben wir freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Und somit haben wir den Dungeon geklärt. War relativ klar, dass wir den noch einfach besiegen sollten. Ne, den Gürtel heben wir uns mal auf. Ne, und verskillen das mal. Genau. Und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Und zwar, wenn man jetzt hier zum Beispiel ins Forum möchte, ins Offizielle, dann, ja, gehen wir mal auf Forum und dann sehen wir, aha, steht hier nicht Shakes and Fidget Forum, sondern Hacked by 0x1998. Ja, das ist wohl irgendwie so eine Hackergruppe, die ein paar Foren gehackt hat, wohl, also das Shakes and, es ist kein gezielter Angriff auf Shakes and Fidget gewesen, sondern es wurden ein paar Foren irgendwie davon, sind davon betroffen. Ne? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall jetzt schon, ich glaube, ein, zwei Tage down, das Forum. Kann man nicht nutzen zum Informationsüberfluss. Die einzige Informationsquelle momentan, wo man was rausgeben könnte, wäre der Discord. Das ist aber halt, ja, nichts Offizielles. Also es ist offiziell, aber es ist halt der offizielle Community-Discord. Ne? Also es ist jetzt keine Informationsplattform. Natürlich werden da auch immer die Informationen, ja, sofort preisgegeben, auch tatsächlich von den Community Managern. So, ne? Leander gibt da ja immer die ganzen News dann auch raus, der ja auch der internationale Community Manager ist für die Foren. Und ja, aber ich weiß nicht, ob die da direkt auch die Infos ja als erstes rausgeben, so hier im Discord, weiß ich nicht. Müssen wir warten, bis jetzt das Forum erstmal wieder freigeschaltet worden ist. Ist. Achso, wir sind hier auf dem Macher. Ist relativ ärgerlich, weil es sollten jetzt ja auch relativ zeitnah ein paar weitere Informationen kommen zum Legi Dungeon. Ne, das sollte ja auch angekündigt werden. Da haben wir ja ein paar Informationen schon bekommen, wann der sein wird und so weiter und so fort. Und ja, ich denke mal, da sollten wir so eine Information wie ja, Spielmechaniken oder sowas denn, also was dann relativ interessant ist, denn erfahren. Ne? Aber ja, abwarten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das angeht. Hoffen wir mal, dass das schnell wieder vorüber ist. Ne? Vorübergeht. Ja, ansonsten sind wir jetzt hier weiterhin beim Dungeon. Wir sehen schon direkt bei meinem Main, hatte der Bertram hier schon alleine geklärt. Ne? Und jetzt sind wir hier schon beim, ja, sind wir jetzt beim ersten Gegner schon bei ja, mir angekommen. Also meine Begleiter haben es nicht alleine geschafft, den zu carryen. Und ich habe es nur ganz knapp hinbekommen. Ich sage euch ehrlich, so wie es ist, ich sehe hier nicht gerade rosig für meine weitere ja, Zukunft für den Dungeon. Ne? Das sieht mir nicht so nice aus. Oh, alles klar. Ich habe vergessen, dass der Dungeon ja super gebalanced ist, was die Gegner angeht. Also das ist echt irgendwie komisch. Die Werte sind teilweise von den Gegnern echt, ja, keine Ahnung, hier in der Schattenwelt. Also der Gegner davor, der brauchte all meine Begleiter plus mich und ich habe ihn kaum geschafft. Der nächste Gegner schafft hier meinen Bertram alleine. Also das ist irgendwie eine ganz, ganz komische Balancing-Formel, die sie hier angewendet haben. Ne? Okay, hier hat der Bertram geregelt. Kunigunde auch. Ja gut, da sind wir jetzt alle relativ gut durchgekommen. Ne? So, die Sachen, die können wir auch alle zerlegen, das brauchen wir jetzt nicht weiter, die sind ja eh aus der Schattenwelt. Das war ein bisschen besser für meinen Markwart, aber ich spiele auf dem Account auch bald Legendary Dungeon und da will ich mich dann auch nochmal komplett ausrüsten. Hatte ja auf dem Battlemage hier eh nicht so viel in den Legi Dungeons gemacht, ihr seht's hier. Ne? Übrigens, jetzt hier schon das diabolische Betriebsfeier-Set ist jetzt schon drinne tatsächlich. Aber es scheint mir irgendwie, also vorher war es ja süßes und saure Dungeon, ne? Ah, guck mal, hier haben wir schon ein bisschen ein paar neue Items. Ja, ja, interessant. Das sieht sehr nice aus. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was es da zu holen gibt, ne? Ja, das ist der Herr der Ringe, dann das Ding hier. Ich war nicht sehr fleißig hier auf dem Account, oder was heißt fleißig, aber ich habe nicht viel ausgegeben auf dem Account, ne? Das sieht mir nach einer schönen Top-Pflanze aus. Eine Top-Pflanzen-Inventar sieht schon sehr cool aus. Und die Sachen, die könnten auch so aussehen, als ob die sehr episch sind hier. Vor allen Dingen das. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein cooles Set. Einfach nur schon von den Bildern her. So. Okay, haben wir den ersten Loose hier schon am Start auf dem Battlemage. Mal gucken, ob da vielleicht ein bisschen was geht. Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so gut ausgerüstet auf dem Account hier. Und meine Begleiter
schon lange nicht. Also da gibt es ganz dolle Defizite hier auf dem Account. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel reinpilzen hier. Ne? Der sieht schon jetzt schlecht aus. Das ist halt der Battle Mage. Ne? Naja, da kann man lieber andere Gegner hier versuchen. Untote Armee. Können ja mal schauen, wie so die Versuche hier überall aussehen. Vielleicht bei den Idolen ein bisschen was. Nö. Sieht nicht so aus, als ob die jetzt alle so großartig Bock hätten. Cerberus. Was sagt der Cerberus? Ja, also das ist halt der Battle Mage. Macht Dungeon-technisch nicht viel Spaß, muss ich sagen. Allerdings ist es trotzdem eine sehr coole Klasse. Und generell gesehen ist der Battle Mage schon ziemlich strong. Halt PvP-mäßig ist er halt ordentlich am Abrasieren. Ne? Wenn man sich das mal so überlegt, wir schauen nochmal in die Gilden-Ehrenhalle. Wir sind ja hier. Ja, das ist ja der Battle Mage Server mit einer fast Battle Mage Gilde. Ein Battle Mage im Late Game PvP ist ja ordentlich am Abrasieren. Wir sind jetzt mit der Gilde Black Bull hier schon auf 99. Wir sind in den Top 100 der internationalen Gilden und das als Server W27. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wir gucken mal, wo der nächste W-Server ist als nächstes. Hier, .net, merken wir uns. Hier, da, auf Platz 107, W20. Die deutlich vor uns gestartet sind, haben wir jetzt schon überholt. So, W18 werden wir jetzt bald überholen. S22.de, auch schon übelst lange her, haben wir jetzt auch bald schon überholt. Also W27, ordentlich am Abrasieren. Das liegt halt an der starken Battlemage-Klasse, die im PvP halt ordentlich am Rasieren ist eben, ne? Wie ich schon gesagt hatte. Und deswegen sehe ich für diese Gilde halt auch auf lange Sicht gesehen eine rosige Zukunft, falls nicht irgendein harter Nerf kommen sollte für den Battlemage. Ja. Ansonsten denke ich mal, werden wir mit der Gilde hier noch ein paar Plätze gut machen können in der internationalen Ehrenhalle. Auch immer ziemlich interessant zu beobachten. Ne? Gut, ansonsten ja, gibt es hier nicht viel mehr zu sehen. Wir haben ein paar Level gemacht, haben die Lichtwelt natürlich geklärt. Schattenwelt 4 von 10 gekommen, ist halt, was soll man dazu sagen, ist halt eben Battlemage und halt wie gesagt auch nicht dementsprechend gut ausgerüstet. Ne? Meine Begleiter will ich gar nicht wissen, wenn man hier so ein paar Items anschaut. Der Gürtel, Alter. Das ist halt, ne? Also, viel Verbesserungsbedarf. Mal schauen, wie es aussieht nach dem Legendary Dungeon. Vielleicht kriegen da meine Begleiter ein bisschen was ab. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Und, ja. Aber soweit soll es erstmal für das Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.